Giga, die elektronische Schülerzeitung. Wir haben ja uns schon wieder einen super Interviewgast an Land gezogen, und zwar Herrn Dr. Gregor Hagedorn, ein Scientist for Future. Und warum sind Sie denn heute hier? Ja, ich bin ganz froh hier für die Einladung. Ich bin von den Organisatoren eingeladen worden, zusammen mit Luisa Neubauer und Jakob Blasel von Fridays for Future. Und wir haben uns ja als Wissenschaftler völlig unabhängig davon, aber beeindruckt von dem, was die Jugendlichen machen, gefragt, was fragen sich die Jugendlichen, welche Annahmen machen sie und inwieweit sind diese Annahmen wissenschaftlich korrekt. Und ich finde das ja eigentlich ein Angebot der Jugendlichen, dass sie sagen, unsere Forderungen für die Zukunft stehen auf wissenschaftlicher Basis. Und dann werden die Jugendlichen angegriffen, dass sie keine Ahnung hätten und so weiter. Und da können wir als Wissenschaftler schauen, diese Forderungen überprüfen und sagen, was sagt die Wissenschaft dazu. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Was würden Sie den Jugendlichen sagen, denen das von Schule oder Eltern verboten wird, zu demonstrieren? Motivieren Sie die eher oder verstehen Sie das so ein bisschen, dass das kritisiert wird? Ich verstehe das total. Ich verstehe es nicht, wenn Leute sagen, ihr sollt auch samstags demonstrieren, weil letztendlich Demonstration, das ist eine Streikaktion. Das ist eine Aktion zu sagen, ihr verletzt unsere Rechte als künftige Generation. Und das macht man nicht in der Freizeit. Das machen die Gewerkschaftler auch nicht in der Freizeit, wenn sie für höhere Löhne demonstrieren, sondern es geht gerade darum, Zeichen zu setzen, dass das nicht etwas ist, was so man vielleicht noch diskutieren könnte, dass wir jetzt über die Farbe des Anstrichs des Wohnzimmers reden, sondern es geht darum, ob das Haus nachher noch steht oder nicht. Sie sind Doktor. Wären Sie das auch geworden, wenn Sie nur 4 Tage die Woche in die Schule gegangen wären? Ganz bestimmt. Also ganz ehrlich, ich bin von Jugendlichen angesprochen worden, wirklich Jugendlichen aus der 8. Klasse, die wollten in ihrer gesamten Mittelstufe einen Vortrag über Klimawandel halten und die sind so kompetent, die wissen so vieles und lernen so vieles. Ich glaube nicht, dass das ein Problem für ihre Zukunft sein wird, was sie jetzt im Unterricht gerade verpassen. Ganz wissenschaftlich gesprochen, was kann jeder Einzelne im Alltag verändern, um eben den Klimawandel ein bisschen entgegenzuwirken? Davon mal abgesehen, dass es eben die großen Lösungen auf politischer Ebene bräuchte. Ich glaube, der wichtigste Blockade ist letztendlich unser Denken, unser aller Denken. Das ist ja, die Jugendlichen sagen ja auch, ich finde das total unfair, dass ich jetzt für meine Zukunft kämpfen muss. Und genauso denken die Älteren, aber es ist doch alles okay und das wird schon so weitergehen wie bisher. Dieses Denkmuster, dass wir jetzt 70 Jahre wirklich fantastischen Frieden, Wohlstand und natürlich auch viel Konsumwohlstand haben, das müssen wir aufbrechen, weil so geht es nicht weiter. Das ist tatsächlich das, was die Wissenschaft sagen kann. Wir haben keine nachhaltige Welt. Nachhaltige Welt heißt, es kann weitergehen und das haben wir nicht. Ja, wir leben auf Kosten der nächsten Generationen. Und wenn das nicht geändert wird, dann kommt es zu großen Problemen einfach. Und das heißt, was kann man tun? Ich denke, das Wichtigste, was man tun kann, ist mit Familie reden, mit Freunden reden, mit Nachbarn reden. Es ist wichtiger, als die Einkaufstüte am Supermarkt sorgfältig auszuwählen, nicht? Das kann und sollte man auch machen. Ich finde, man kann auch wirklich ganz konsequent Zeichen setzen, dass man sagt, wir fliegen nicht. Aber das Haupthindernis ist nicht, das eigene Leben privat zu perfektionieren. Es gibt am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung ein Projekt, wo sich ganz engagierte Familien zusammengetan haben und versucht haben, wie stark können wir, wenn wir ganz engagiert sind, unseren Kohlenstofffußabdruck denn reduzieren. Und die schaffen höchstens die Hälfte von dem, was erforderlich ist. Also wir können das gar nicht. Wir sind Gesellschaftswesen. Wir sind soziale Wesen. Wir gestalten uns unsere Gesellschaft. Wenn ich zur Arbeit kommen will und die einzige Methode, zur Arbeit zu kommen, ist, ein Privat-Pkw zu fahren, dann muss ich ein Privat-Pkw fahren. Wenn es einen öffentlichen Nahverkehr gibt, der funktioniert, dann kann ich das mit öffentlichem Nahverkehr machen. Das hängt voneinander ab. Also die einzelnen Impulse von Persönlichen, von Individuen sind gut. Aber wenn die Gesellschaft dadurch nicht geändert wird, dann sind sie sinnlos. Und deshalb schlage ich vor, viel häufiger diesen sehr schweren Schritt zu gehen, wirklich mit Nachbarn, mit Freunden, mit Familie zu reden, darüber, was einen selbst bewegt, warum man gerne etwas anderes machen könnte, statt sich selbst sozusagen zu zerfleischen. Wie ist es bei Ihrer Familie?
Haben Sie das schon gemacht oder ist es eher schwierig? Wir versuchen auch. Wir versuchen darüber zu reden, wir versuchen zu schauen, was können wir machen. Aber zum Beispiel, ich finde, wir essen immer noch zu viel Fleisch. Wir reden drüber, wir schauen, was kann man denn weniger machen, wo kann man einen Schritt gehen. Wir fliegen nicht in Urlaub seit mehreren Jahren. Das haben wir wirklich dann konsequent gesagt, das geht auch anders. Nicht? Wir reden häufig so von Verzicht. Ne? Ach, das, ihr fordert von uns allen Verzicht. Ich empfinde das nicht so. Ich glaube, wir müssen uns ändern. Änderung ist nicht unbedingt Verzicht. Also Verzicht ist, keinen Urlaub mehr zu machen. Aber nicht auf die Malediven zu fliegen, obwohl das natürlich cool ist, ist nicht unbedingt Verzicht, weil ich kann etwas anderes machen, was super cool ist und was ein toller Familienurlaub oder ein toller persönlicher, privater Urlaub sein kann, ohne dass ich es machen kann. Ich muss es ändern, ich muss auch Gelegenheiten finden. Und wenn ich diese Gelegenheiten suche, dann werden wieder andere Gelegenheiten für tolle Urlaubsangebote geschaffen, die eben nicht klimazerstörend sind. Das ist nicht dasselbe wie Verzicht. Irgendwo gibt es eine Verzichtecke. Aber der ganz große Haufen ist eigentlich Gewohnheitsänderung. Ecke. Und naja, wie schwer das ist, wissen wir alle. Oder ich bin nicht Raucher, aber ich weiß nicht, was du bist. Rauchst du? Ich hätte jetzt gesagt, nein, ich rauche nicht, aber ich hätte eigentlich gerade gerne sagen wollen, ich bin minderjährig, aber das ist leider doch nicht mehr der Fall, ist mir gerade aufgefallen, von daher wäre das theoretisch möglich. Ist aber fragen natürlich. Genau. Nein, also ich bedanke mich aber sehr und wir haben gelernt, wir fliegen einfach alle nicht mehr auf die Malediven. Digga. Die elektronische Schülerzeitung.